So, Terraforming ist das immer noch der erste, den wir hier angeleiert haben. Der erste war, glaube ich, der hier unten. Das dauert. Das dauert natürlich. Unser Konstruktionsschiff ist da und hat jetzt jede Menge zu tun hier. Okay, erstmal den Außenposten und dann darf der hier alles bauen. 12 Energy Credits, 10 Mineralien. Unfassbar, sehr gut. War declared. So, Kriegserklärung interessiert mich nicht mehr. Wer mich angreift, ist selber schuld. Das hier ist unsere zweite Armee jetzt. Wir könnten hier noch weitere Einheiten dazu nehmen. Langsam, ganz ehrlich, langsam gewöhne ich mich ein bisschen an den Flottenmanager. Ich soll mir Yutan mal anschauen. Also ich finde Hive und KI nicht langweilig. Ich finde es wahrscheinlich, für mich ist er halt ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl, zum Spielen. Mich nervt es, wenn mich dann immer so Fraktionen anhauen und das ganze Zeug. Das... Ich finde die aber nicht langweilig. Ich finde es schön, weil die ganzen Ereignisse und Geschichten sich auch ab und zu mal auf dann zum Beispiel auf die Maschinenwesen beziehen. So die Tradition und so weiter, dass da die Texte ein bisschen anders sind. Das finde ich echt gut. So, jetzt pass mal auf. Wir haben hier 180 jetzt an Limit. Wir haben noch 6 Plätze frei. Geh lieber mal auf die Korvetten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle verstärken. Ah, Mist, ich wollte ja eigentlich Legierung sparen. Egal. Es muss ja sowieso erst noch der Titan jetzt fertig gemacht werden. Und der ist auch gleich fertig. Bam. Und dann, wenn die jetzt hier auch durch sind. Construction complete. Dann machen wir uns auf den Weg. Construction complete. Construction 16 complete. Punkte hat der Titan. 16 Punkte braucht der Platz. Sehr gut. Wundervoll ist das. Wundervoll. Ah, die Yutan mal anschauen, hier drüben. Moment, ist das hier? Das hier ist Yutan, oder? Da ist der Planet kaputt. Construction da hat irgendjemand hat den Planet kaputt gemacht. Ich kann leider nicht nach unten. Der Planet dreht sich so schnell. Oh, fettes Loch hier drin. Wie eine Bowlingkugel aufgecrackt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann, ne? Konstruktionsschiff können wir gleich mal hier alles in Auftrag geben. Und wir haben irgendwas erforscht. Baugeschwindigkeit auf Planeten. Trefferpunkte Panzerung. Die wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig fertig, bis wir drüben ankommen. Complete. 65 Monate. Und jetzt fehlt noch ein Schlachtschiff. Dann geht's los. Aktuell, ja, wir haben jetzt aktuell insgesamt über 100.000 an Power Mensch. Der Erlass ist abgelaufen. Wir gehen wieder auf die Drohnenkampagne. Wir können ja jetzt, Moment, wenn wir jetzt eh schon auf den Weg hier rüber sind, Schaden mit Energiewaffen 25% mehr machen. Trefferpunkte Panzerung. Was haben wir denn? 695. Dann machen wir noch Trefferpunkte Panzerung. 25% mehr. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Construction complete. Haben wir da auch nochmal einen Bonus. So, sind jetzt alle da? Einer müsste eigentlich jetzt noch rüberfliegen. Wer bist du denn? Hm.
Das sind offenbar auch nochmal zur Verfügung gestellte Einheiten. Ich dachte eigentlich, ich hätte die zusammengelegt mit den anderen hier. Ah, wir haben ja nochmal eine Einheit hier. Oh Gott, die kenne ich gar nicht mehr aus. Okay, also wir bringen euch alle jetzt mal hier rüber. Hierher. So, kann ich hier irgendwie jetzt springen aktivieren? So wie vorhin, ne? Mach das mal. Sprung. Da können wir nicht springen mit den Zaglan Pilgrims. Die haben offenbar keinen Sprungantrieb. Und wir beobachten mal, was jetzt hier passiert. Die werden jetzt... Er springt aber auch nicht. Guck. Befehlt ausgewählten Flotten, die mit einem Sprungantrieb ausgerüstet sind, zum ausgewählten Ziel zu springen. Dabei Hyperraumrouten vollständig zu umgehen. Nach dem Sprung benötigt der Sprungantrieb 200 Tage, um sich aufzuladen. Construction complete. Muss ich anschließend nochmal hierher klicken vielleicht. So. Mit rechts. Mach das mal mit Rechtsklick. Construction complete. Flotte stehen lassen, auf das Sprungsymbol klicken und dann auf das System, wo du hinspringen willst. Mit rechts? Das habe ich ja eigentlich jetzt gerade eben gemacht. Ja? Ich klicke hier drauf, dann ist es markiert. Und jetzt klicke ich hier rein. Mit rechts. Eigentlich müsste doch dann springen. Construction complete. Aber irgendwie fliegt er einfach nur seine Strecke ab. Construction complete. Oder muss das mit Linksklick gemacht werden? Ah, mit Linksklick. Ah, das ist ja natürlich auch saudumm. Wer denkt sich denn sowas aus? Normalerweise sagst du deinen Leuten immer mit Rechtsklick, dass sie entsprechend fliegen sollen. Und jetzt sowas. Das ist natürlich was, Mensch. Das muss man natürlich wissen. Ah, okay. Bisschen schade, dass die anderen das jetzt nicht haben, den Antrieb. Weil da müssen wir ja immer auf die warten. Aber so zwischendurch... Oh, wir haben ganz... Hä? Habe ich mich wieder verkalkuliert? Da habe ich mich wieder ein bisschen verkalkuliert. Das heißt für mich, ich werde wieder ein paar Bollwerke bauen. Damit wir hier eventuell wieder ins Plus kommen. Okay. Aber keine Panik, der ist gleich da. Die Flotte hat jetzt 200 Tage nur halbe Stärke. Also im Krieg einsetzen ist das ja eigentlich dann schlecht. Sehe ich den Status hier bei dir irgendwo? 38.000, das wird jetzt so sein, ne? Ich glaube, wir hatten vorher ein bisschen mehr. Construction complete. Wenn mich nicht alles täuscht. Letzte Tradition, adaptive Programmierung, Marktgebühr 10% reduziert. Und wir bekommen... Die Annahme gibt uns 50% der Kosten zurück, wann immer wir ein Gebäude oder Distrikt abreißen. Okay. Vorletzter Aufstiegsvorteil. Bewohnbarkeit, Habitat, Einflusskosten für Untertanenintegration, Vertrauensmaximum, Fähigkeitsstufe für Anführer, Dauer der Erlasse, Verwaltungslimit, Blocker entfernen. Ich würde fast zu was hier nehmen. Schaden an gefallenen Reichen, an Torbauern, an erweckten Reichen. Ich würde fast das nehmen, damit wir ein bisschen gewappnet sind. Schaden an Fraktion der Endgame-Krisen. Das weiß ich auch noch nicht, was da jetzt genau dann, wer damit gemeint ist. Oh, Flottenkapazität nochmal um 80 erhöht. Oder ein Koloss wäre auch gut. Ein Koloss wäre auch ganz gut. Oh, das ist jetzt schwierig. Das ist sehr schwierig. Ah komm, Planetenzerstörer haben wir schon mal gemacht.
wäre jetzt fast hier für galaktische Anwärter. Ja, ich nehme galaktische Anwärter. So, und wir schauen mal, ob sich jetzt hier das dann ändert von 38 hoch. Construction complete. Jetzt sind wir bei 54 wieder. Also das hat sich jetzt schon geändert. Jetzt sind wir wieder bei der ursprünglichen Kraft angelangt. So, hier 11. Ich frage mich nur, ob ich das hier irgendwo sehen würde, wenn da der Malus noch drauf wäre. Construction complete. Aber das wird schon passen. Okay, wir haben jetzt über 100.000. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Wir haben überall Anführer drin. Das kommt noch dazu. Stürzen wir uns in die Schlacht. Und sagen hier mal Hallo dem uralten Booker. Auch mal ein bisschen langsamer. Oh, okay, das geht jetzt auch flott. Yep, das geht flott. Die enigmatische Festung. Ah, doch. Ich glaube, das haben wir auch schon mal im Stream gemacht. Kann man da jetzt nicht mit Wissenschaftler irgendwie reingehen oder sowas? Oder auch nicht. Wir bergen, was wir können und versenken den Rest. Jede Menge Forschung. Dann verwechsel ich das wohl mit irgendwas anderem. Okay, wir bringen euch noch hier runter. Da sind noch 3400. Und unser Forschungsschiff wird sich jetzt schön hier um die Erkundung kümmern. Die anderen können wir ja wieder nach Hause zurückschicken. Und dann brechen wir wahrscheinlich den nächsten Krieg vom Zaun. Wir haben jetzt 629 Einflusspunkte. Construction complete. Das ging jetzt erstaunlich flott, Mensch. Sind sie weg? Sehr schön, dann bringen wir euch auch nach Hause. Okay, das Konstruktionsschiff, der ist hier oben auch schon fertig, bringen wir hier runter. Wir haben hier unten noch ein Spezialprojekt, das ist aber okay. Oh, wir haben hier noch was. Tauche tiefer in die Geheimnisse der Jut ein. Wir müssen hier noch was erforschen. Complete. Zieh es erst. 2 Monate. So. Und wir sind hier mit dem Kolonisieren durch. Das heißt, wir werden hier einen neuen Sektor erstellen. Special Project complete. Inklusive Anführer. Fachwissen, neue Welten, neue planetare Entscheidung, Säuberungsprozesse der Jut beginnen. Atmosphärische Filterung haben wir jetzt dadurch gewonnen. Technology secured. Okay, also wir brauchen einen neuen Gouverneur. Ein bisschen was für die Forschung, sehr schön. Und dann setzen wir vom Sektor noch schön die Einstellung. Okay. Bewogbarkeit 5% mehr. Und Forschungsnexus ist auch durch. Enigmatischer Kodierer. Verschlüsselt Flugbahndaten nach einem unkalkulierbaren Muster, bevor er sie an das Flottenkommando zurückführt. Und enigmatischer Dekodierer. Ja, wir können es mal machen. Währenddessen werde ich wieder ein bisschen so aufs Mittelmaß gehen. Bei unseren Schiffen. Ich werde das wieder umstellen lassen hier oben. Automatisch generieren. Ah, die werden dann alle automatisch generiert. Aha, okay. Alles gut.
Da stellst du komplett wieder auf Standardeinstellungen um. Das heißt, wir müssen hier dann wieder upgraden. Okay, passt. Ist gut. Construction complete. So, das Forschungsschiff soll sich zuerst mal hier um das Spezialprojekt kümmern und dann erforschen. Sind die alle schon wieder zu Hause? Wie schnell sind die denn unterwegs? Das ist ja Wahnsinn. Construction complete. Das ist echt Wahnsinn. Oh, wir haben 15.000. Bevor wir jetzt hier unsere Schiffe verstärken, werde ich hier diese Megastruktur noch im Auftrag geben. Ah, geht nicht. Wir können nicht mehr als eine Megastruktur gleichzeitig bauen, verbessern. Wie lange brauchen wir hier noch? 2694 Tage. Okay. Gut. Dann schön alle verbessern. Soweit möglich. Okay. Und dann setzen wir schon mal die Ansprüche hier oben. Und gucken uns mal schön hier rein. Wir haben jetzt 700 Punkte. Wir holen uns mal die Planeten erst. Schauen dann, was so alles noch übrig ist. Hier unten ist noch einer, drei Stück. Hat er da noch mehr? 1, 2, 3, 4. 4 Planeten hat er. 1, 2, 3. Was ist denn der vierte? Hier unten. Oh, da fehlen noch 3,2 Punkte. Vivisected. Okay, jetzt hat er aber ganz schön viele Punkte jetzt hier. 705 Punkte jetzt. Für diese paar Ansprüche, das ist gar nicht so viel. Wahrscheinlich ist der, wie der so viel hier drüben. Es geht. 200 Punkte. Und die anderen holen wir uns dann selber einfach. Wenn ich mir hier noch was holen möchte. 120 hier. Ach komm. Selbst wenn hier die Vormundschaft der Erde sich hier reindrückt, dann können wir die relativ schnell kaputt machen. Construction complete. Kann natürlich sein, dass Belt Ross hier vielleicht sogar reinfliegen kann dann. Ich hoffe nicht. Construction complete. Okay. Ich würde sagen, das ist okay. 705, ja. Das können wir uns auch noch mitnehmen hier vorne. Okay. So. Construction complete. Ich habe hier nochmal zwei einzelne Einheiten. Das ist aber komisch. Muss das so sein? Construction complete. Wir haben 4 Armeen bei uns. Was habe ich denn hier? 700? What the hell? Was passiert denn hier gerade? Moment mal, Pause. 762 von 376. Ah, und somit hat der Flottenmanager schon wieder alles kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was der jetzt wieder macht hier. Der baut und baut und baut und baut und baut. Mal das alles abbrechen, weil das ist nur verbessern. Was ist denn da passiert, guter Mann? Scroll, 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 scroll. Construction complete. Scroll, 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 scroll. Vessels upgraded. Wir warten mal, bis alles durcheinander ist. Das ist schon wieder so ein Durcheinander jetzt. Schaut euch mal an, ich habe jetzt lauter einzelne Einheiten hier drin. Lauter Kreuzer sind das. Ich weiß nicht, woher die kommen. Du hast Schiffe gebaut mit den neuen Designs, obwohl die alten Designs noch in der Flotte waren.
Das verkraftet der Manage nicht. Du musst erst upgraden. Oh, da habe ich wieder zu schnell quasi. Zu schnell zu viel gebaut. Ne? Complete. Stehe. Oh. Sehr ärgerlich ist das. Construction. Da müsste man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dann sollte man eine Warnmeldung reinbauen oder oh, keine Ahnung, irgendwie eine Sicherheitsabfrage. Hey, pass auf, wenn du jetzt upgradest, machst du die Schiffe doppelt oder irgendwie sowas. Aber das schmeißt jetzt natürlich wieder alles durcheinander. Jetzt habe ich vor fünf Minuten den Flottenmanager gelobt und jetzt lässt er mich schon wieder so im Stich. Der Loop. So, die Distrikte sind hier voll. Wir haben hier minus 1 bei Wohnungen. Ich könnte wieder welche hier rüber schichten. Dass wir irgendwie das so machen. So, jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier abreißen sage. Ja. Ah, hier wird schon gebaut. Nexus District. Okay. Construction complete. So, wir schauen mal, was unsere Schiffe machen. Da wird immer noch verbessert, 93%. Vessels upgraded. Eine Anomalie gefunden. Und wenn er sich dann beruhigt hat mit den Schiffsverbesserungen, dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwie nochmal neu sortieren jetzt. Habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt hier drinnen 166. Hier 160. Hier 20, 41. Dann werde ich die Pilgrims bleiben alleine. Dann werde ich euch mal hier zusammenlegen. Die 5. Armada. Ach, die beiden kann ich jetzt nicht. Doch, die ist auf dem Weg jetzt. Dann kommt die 5. Armada zu Ralph Huckins Armada rein. Construction complete. Ein Planet im Aufruhr. Taktisches Terraforming, Ausstellung des Spezialprojekts aufgewühlter Planet. Situation Log updated. Müssen wir hier unten machen. So, er hat sich jetzt hier zusammengesellt. Jetzt, wenn ich mal in den Flottenmanager reinschaue. Da ist er. Hallo Dietzel. Was hast du denn für Prüfung gehabt, Dietzel? So, wir machen überall jetzt die Upgrades und dann erst wird verstärkt. Komplett. Special Project complete. Physikforschung und Ingenieursforschung. Ich bei dir einen anderen Heimatplaneten? Ah, hier ist der falsche Heimatplanet drin. Saktoria brauchen wir hier. Wobei wir Habrak auch lassen könnten. Theoretisch, oder? Construction complete. Wir haben jetzt hier drin 4 Schiffswerften und hier unten 5 Schiffswerften. Vessels upgraded. Für einen Führerschein? Für einen Autoführerschein? Das ist ja super. Herzlichen Glückwunsch, ja. Das ist ja schön. Hat es beim ersten Mal geklappt oder war schon einmal mehr? Für einen Traktor. Traktor braucht man den Führerschein. Echt jetzt? Für einen Traktorführerschein. Mit 0 Fehlerpunkten. Du
alter Angeber, da du bist ja ein richtiger Streber. Du bist ja ein richtiger Streber. Ein Traktorenstreber. Der kann ja beim Landwirtschaftssimulator jetzt nichts mehr schiefgehen. So wie ich das sehe.